Ich habe jetzt die ersten paar Wochen mit der Fujifilm X-Pro3 verbracht und auch die ersten Shootings damit gemacht. Und ich glaube, jetzt so langsam rausgefunden zu haben, was für mich das beste Feature an der Kamera ist. Bevor ich zum besten Feature an der Kamera komme, möchte ich ganz gerne über ein paar andere coole Features an der Kamera sprechen und auch über ein paar Dinge sprechen, die ich nicht ganz so gelungen finde an der Kamera und ein paar, die auch wirklich schlecht sind. Fangen wir an mit einem von den guten Sachen, der neue Sucher. Der neue Sucher ist wirklich toll. Wer noch nie mit einem Hybrid-Sucher wie an der X-Pro3 oder X100F gearbeitet hat, dem kann ich das nur mal empfehlen, das mal zu testen. Das ist ein sehr interessanter Weg zu arbeiten. Wer mal mit der X-Pro2 gearbeitet hat, dem wird vermutlich niemals aufgefallen sein, dass der Sucher die Vergrößerung wechselt. Je nachdem, mit welcher Brennweite ich arbeite, arbeitet die X-Pro2 entweder mit einer 0,3 irgendwas oder mit einer 0,6 irgendwas Vergrößerung. Heißt, wenn ich zum Beispiel das 16mm Objektiv drauf habe, habe ich ein ähnlich breites Sucherfeld auch im optischen Sucher der Kamera, obwohl der nicht durch den Sensor rausschaut. Der optische Sucher, dieser Glaskasten hier oben. Wenn ich dann aber so ein Objektiv wie das 90mm draufschraube, hätte ich ja nur noch einen mini kleinen Ausschnitt eigentlich im Bild, mit dem ich fotografieren würde. Ich würde immer noch diesen 16mm Ausschnitt sehen. Dann schaltet die Kamera aber um auf diese 0,6-fache Vergrößerung. Sprich, mein Bild, was ich sehe, wird kleiner. Also ich sehe einen engeren Ausschnitt tatsächlich. Aber ich sehe eben mehr von dem, was tatsächlich in meinem Frame nachher drin ist. Bei der X-Pro3 hat sich Fujifilm jetzt entschieden, einen Mittelweg zu gehen. Also nicht mehr diese Umschaltung zu machen, ob das technische Gründe hatte, ob es den Sucheraufbau einfacher macht, weiß ich nicht. Aber dadurch ist es jetzt relativ klar, für was die Kamera gemacht ist. Nicht für die 16mm, aber auch nicht für die 90mm, sondern eigentlich für die Brennweiten, die da dazwischen liegen. Zum Beispiel mit dem 23mm oder dem 35mm lässt sich jetzt perfekt mit der Kamera arbeiten. Vor allem mit dem 23mm habe ich den perfekten Ausschnitt im Hybridsucher. Und mit dem 35er lässt sich immer noch hervorragend arbeiten. Ab dem 56mm Objektiv wird es langsam tricky, mit dem Hybridsucher zu arbeiten. Da würde ich dann doch tatsächlich den elektronischen Sucher empfehlen, der übrigens auch hervorragend ist. Mehr Farben, bessere Auflösung, eine höhere Bildwiederholfrequenz. Das sieht eigentlich nicht aus wie ein elektronischer Sucher, wenn man da durchschaut. Das Bild wirkt super natürlich. Und ich habe nicht das Gefühl, in den Bildschirm reinzuschauen. Also wirklich hervorragend, dieser neue Sucher an der Kamera. Auch ganz toll finde ich, sie haben die Suchermuschel hinten auch verbessert. Hier war vorher ein klarer Gummiring dran, der beim Rein- und Raustun in die Tasche leider jedes Mal an der Tasche gestreift hat und dadurch irgendwann abgefallen ist. Ich habe den an meiner X-Pro2 auch schon ausgetauscht. Wieder hingeklebt. Das ist natürlich nicht ideal. Die neue Suchermuschel ist voll aus Plastik. Meine Befürchtung, wo ich es gesehen habe, war erst, dass sie ähnlich ausfällt wie die an der GFX 50R. Da finde ich die Suchermuschel tatsächlich nicht ganz so gut gelungen. Die steht ein bisschen weit raus und stört dadurch tatsächlich hin und wieder am Auge. Also sie drückt einfach ins Auge fast schon rein, wenn man nicht aufpasst. Hier an der X-Pro3 ist es aber flach genug, damit eben genau das nicht passiert, aber stabil genug, dass das Ding auf jeden Fall hält. Also das haben sie wirklich gut hinbekommen. Auch eine coole Sache ist, was ich ja in meinem X100F-Video schon oder X100V-Video schon genannt hatte, was meine Verbesserungswünsche an die nächste Kamera wären, ist einmal das Fach für die Speicherkarten. Ist jetzt verriegelbar und funktioniert im Prinzip genauso wie bei der X-T3. Und das Fach für die Akkus genauso. Sprich, wenn ich es zudrücke, schließt es automatisch. Ich muss also nicht mehr jedes Mal den Riegel rüberziehen, um das Akkufach tatsächlich zu schließen. Zwei sehr gern gesehene Verbesserungen. Auch eine ziemlich coole Sache ist natürlich die neue Filmsimulation. Ich habe ein erstes Shooting schon gemacht, wo ich die mal wirklich getestet habe und auch geschaut habe, okay, wie verhält sie sich in hellerem Licht, in dunklerem Licht und wie reagieren gerade die Schatten, die Lichter bei dieser neuen Classic Negative Filmsimulation. Auch wie verhält sich es mit dem neuen Option fürs digitale Con, das ich hinzufügen kann. Ich muss sagen, ich habe bis jetzt nur wirklich an der Oberfläche gekratzt, was mit der Filmsimulation möglich ist. Das neue Con, ich kann die Größe an diesem Con jetzt einstellen. Heißt, bei den bisherigen Fujifilm-Kameras, die ein digitales Con hatten, fühlte sich
das für mich zu fein an. Gerade in der Webansicht ist es dann meistens ganz weg gewesen, weil die Bilder ja runterskaliert werden nochmal und dann ein pixelgroßes Korn einfach weg ist in der Verkleinerung. Jetzt kann ich die Größe des Korns einstellen und es fühlt sich jetzt so an, als hätte ich die Wahl zwischen Mittelformat-Korn und Kleinbildformat-Korn. Nein, das ist natürlich nicht in echt und ja, analoges Korn sieht irgendwie auch noch ein bisschen anders aus. Aber die Idee ist da und es sieht für mich eigentlich ganz cool aus. Und wenn man tatsächlich direkt mit JPEG fotografiert und ein bisschen diesen analogen Charme reinbringen möchte, ist es wirklich eine gute Option. Und ich finde es super und ich hoffe, dass es bald auch auf der X-T3 verfügbar sein wird. Was nicht ganz so gut ist oder was mich erstmal zum Stutzen gebracht hat an der Kamera tatsächlich, ist das Wegbleiben von ein paar Buttons. Namentlich fehlt das D-Pad hinten, wo man früher das Menü auch steuern konnte, ins Menü konnte. Es fehlen hier also 4 Knöpfe jetzt, die ich gerade bei der X-T3 zum Beispiel mit Sonderfunktion belegt hatte. Da war bei mir der Weißabgleich drauf, da war die elektronische Waage drauf, das Histogramm hatte ich mir da drauf gelegt. Also alle Funktionen, die ich hin und wieder mal benötige. Jetzt habe ich ein bisschen natürlich mit mir ins Gericht gehen müssen. Brauche ich die Funktion denn überhaupt, wenn ich jetzt die Knöpfe nicht mehr habe? Oder was mache ich denn jetzt? Und ich habe dann festgestellt, die meisten brauche ich tatsächlich nicht. Die elektronische Waage kann ich genauso gut immer eingeschaltet lassen. Sachen wie das Histogramm sollte eigentlich auch immer drin sein. Den Weißabgleich habe ich mir auf eine andere Taste gelegt. Das geht also auch ganz wunderbar. Das ist die einzige Funktion, die ich tatsächlich auf einem dedizierten Button haben möchte, weil ich den Weißabgleich doch relativ häufig mittlerweile manuell einstelle und gerade auch in den JPEG-Rezepten, der ja oftmals nicht auf Auto-Weißabgleich steht, sondern auf eine spezifische Kelvin-Temperatur eingestellt ist. Und dann hätte ich doch ganz gerne ein bisschen mehr Kontrolle drüber. Ich muss aber feststellen, durch das Wegbleiben von dem D-Pad wirkt die Kamera aufgeräumter. Und das Überlegen, was brauche ich eigentlich an der Kamera tatsächlich, welche Funktionen brauche ich tatsächlich an der Kamera, passt auf jeden Fall zu der Idee der Kamera, dass es eine simplere, puristischere Fotografie sein soll. Zumindest äußerlich. Die Funktionen sind ja da. Ich kann sie jederzeit aufrufen über das Menü. Aber ich brauche sie nicht die ganze Zeit präsentiert und sie müssen mir nicht ins Gesicht schreien mit kleinen Knöpfen, die überall hinten auf der Kamera verteilt sind. Also ich kann verstehen, warum sie es gemacht haben. Ich muss mich vermutlich einfach nur ein bisschen umgewöhnen, um da hinzukommen. Das kontroverseste Feature an der Kamera und das, worüber sich das Internet, glaube ich, immer noch aufregt und die Menschen polarisiert da draußen, ist natürlich das Fehlen des rückseitigen TFT-Displays. Ich habe mich selber ein paar Mal jetzt dabei ertappt, wie ich fotografiert habe und dann auf die Kamera geschaut habe, auf den Menüknopf gedrückt habe und nichts passiert ist, weil ja kein Display da ist. Man muss sich ein bisschen umgewöhnen, ja. Aber ich muss sagen, ich begrüße es total, dass es fehlt. Eine Funktion, in Anführungszeichen, an die ich vorher nicht gedacht hatte, die das Fehlen der TFT-Display hat, ist die Nasenschmierer-Verhinderungsfunktion. Da ich mit dem linken Auge fotografiere, drückt meine Nase die ganze Zeit eigentlich hinten gegen das TFT-Display. Jetzt berührt sie zwar das Sub-Display hinten, das ist aber nicht so groß und da steht eigentlich auch nichts Wichtiges drauf. Deswegen bin ich jetzt nicht mehr ständig am Display hinten putzen. Das ist mir aufgefallen, wo ich zwischendurch mal mit der X-T3 fotografiert habe, wie oft ich dann doch eigentlich wieder mit dem Ärmel, mit dem Sweatshirt, mit irgendwas, mit der Jacke, mit der Krawatte im Zweifelsfall hinten über das Display drüber fahre, um das sauber zu machen. Weil ich halt immer ständig Schmierer drauf hatte und ich ja auf das Display geguckt habe die ganze Zeit. Hier ist es jetzt so, das Display ist eigentlich die ganze Zeit geschützt beim Fotografieren. Und wenn ich es dann benötige, kann ich es ja einfach rausklappen. Und dann ist es aber sauber. Ich habe dann keine Schmierer drauf und ist auch geschützt. Ich kann es auch nicht aus Versehen kaputt machen. Ich finde es tatsächlich ein super Kompromiss. Ich brauche das Display nicht so oft beim Fotografieren. Und wenn ich es brauche, ist es ja mit einer einfachen Handbewegung jederzeit rausgeklappt. Also eigentlich ist es der beste Kompromiss, den ich mir vorstellen kann an der Kamera. Und es fängt langsam an, dass es mich an der X-T3 eher stört, dass ein Display auf der Rückseite drauf ist. Ich glaube, für reine Fotografie, für puristische, simple Fotografie ist die X-Pro 3 die bessere Kamera. Jedes Feature oder Fehlen eines Features an der Kamera schreit puristisch, simpel, reduziert, nur Fotografie. Das Tolle ist, die Kamera ist aber natürlich innen drin trotzdem ein Biest. Die ganzen Funktionen der X-T3 sind mehr oder weniger vorhanden, zumindest alles, was ich an der X-T3 nutze, inklusive der 4K-Videofunktion. Wenn ich also mal irgendwo bin und mit der X-T3 was filmen sollte und die würde den Geist aufgeben aus irgendwelchen Gründen, könnte ich theoretisch mit der X-Pro 3 weitermachen. Mit ein paar kleinen Einschränkungen, aber ich könnte den Auftrag trotzdem durchführen, obwohl es primär für mich wohl eine reine Fotokamera werden wird. Auf dem kleinen Sub-Display hinten auf der Kamera werden ja die Filmsimulationen angezeigt, die eingestellt sind.
Das mag erstmal wie eine Spielerei wirken. Es ist auch eine Spielerei, wenn wir ehrlich sind. Aber was spricht gegen Spielerei? Warum darf eine Kamera nicht ein bisschen Charme haben? Also eine Spielerei ist so was Kleines, Witziges, bringt ja auch Charme mit. Viele Dinge an der Kamera könnten ganz anders sein, müssen sie aber nicht. Also wir haben noch heute an den Kameras Dinge, die eigentlich aus der analogen Zeit übernommen wurden, obwohl wir längst in der digitalen Fotografie angekommen sind. Das ist auch so ein Callback an die analoge Zeit. Ich finde es aber tatsächlich ganz charmant. Und warum nicht, ist tatsächlich die Frage. Ich habe ein paar Informationen, die ich dort hinten sehe. Ich sehe die Filmsimulation, ich sehe den Weißabgleich und ich sehe die ISO, die eingestellt ist. Das ist vor allem deswegen cool, da ich die meiste Zeit mit Auto-ISO fotografiere. Sprich, die Auto-ISO sehe ich hinten, wo ich sie eingestellt. Das ist eine der wenigen Informationen, die mir manchmal ja fehlt. Sehe ich also sogar auf einen Blick da hinten. Ich muss sagen, es ist eine nette Spielerei. Ich finde es cool. Es macht die Kamera für mich charmanter auf jeden Fall. Ich finde es überhaupt nicht störend und ich kann nicht verstehen, dass die Leute sich so darüber aufregen, wenn ich ehrlich bin. Jetzt habe ich ein paar Features an der Kamera vorgestellt, aber noch nicht verraten, was für mich das tollste Feature an der Kamera ist. Das tollste an der Kamera ist, dass sie nicht für jeden gemacht ist. Es gibt viele Hersteller und unzählige Kameramodelle da draußen und es gibt meiner Meinung nach für jede Fotografin und für jeden Fotografen da draußen die passende Kamera mit den Features, die er oder sie haben möchte. Die Fujifilm X-Pro3 passt nicht zu jedem und das ist völlig in Ordnung, aber die Fujifilm X-Pro3 passt zu mir. Oh, I've been running from the light.